Hallo, mein Name ist Stefan Peter von der Firma Atomuselektronik aus Hamburg und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn hier geht es jetzt um ein Unboxing-Video von dem neuen Panasonic-Exklusivgerät, dem HZX1509. Ja, worum geht es in diesem Unboxing-Video? Zum einen zeige ich natürlich etwas vom Design, Lieferumfang, Anschlüsse. Ja, und vorab schon mal die Information, was macht dieses Gerät so besonders gegenüber der HZW-1004 Linienserie. Und zwar ist es das 360-Grad Soundscape-System mit 80 Watt. Und das zeige ich euch einmal designtechnisch gleich schon mal. Und in unserem nächsten Video, Produktvideo, da gehen wir natürlich noch tiefer darauf ein. Also fangen wir einfach mal an. Achtet bitte auf die Anweisung auf den Karton. Da seht ihr, wie das Gerät ausgepackt werden soll, weil nur so ist gewährleistet, dass das Gerät sicher ausgepackt wird und unbeschadet auf dem Fuß landet bzw. an eure Wand montiert werden kann. Was befindet sich im Lieferumfang? Zum einen die rückwärtige Abdeckung, dann der schöne edle Metallfuß, übrigens ist ja auch drehbar bis zu 20 Grad, dann die passenden Schrauben, um diesen Standfuß mit dem Fernseher zu verbinden, dann sind das noch Wandabstandsbolzen, wenn ihr das Ganze an die Wand anbringen möchtet. Dann eine Kurzgebrauchsanleitung in verschiedenen Sprachen, eine ausführliche befindet sich übrigens im Fernseher. Dann die edle Fernbedienung mit zwei zusätzlichen Tasten, einmal List und auch die Picture-Taste. Aber dazu haben wir hier oben auch ein ausführliches Video für euch vorbereitet. Natürlich die passenden Batterien für die Fernbedienung, sonst funktioniert es logischerweise nicht. Kommen wir zu den Anschlüssen. Das ist allen schon mal auffällig, denn sämtliche Anschlüsse können von unten oder auch von der Seite dann angebracht werden. Sämtliche Kabel, das heißt kein Kabel wird mehr von hinten einfach angebracht. Das hat den Vorteil für eine vernünftige Wandmontage. Hier haben wir zum einen den optischen digitalen Audioausgang, LAN-Anschluss, WLAN ist selbstverständlich integriert. Sogar ein analoger 3,5 Klinkenanschluss ist hier für AV, aber das Kabel ist nicht im Lieferumfang. Dann vier HDMI-Anschlüsse, 1, 2, 3 und der vierte befindet sich hier in der Seite. Und das Besondere ist, alle vier sind HDMI 2.1 mit ALLM. Und der HDMI 2 sogar mit EARC für eine 8-Kanal-Tonabmischung für einen vernünftigen AV-Receiver. Hier USB-Anschluss, davon gibt es drei in der Anzahl. Einer von unten angebracht, der ist optimal, dass man dort eine Festplatte anschließt für TV-Aufnahmen. Und die beiden weiteren komme ich gleich hinzu. Dann hat man hier die Satellitenanschlüsse, zwei in der Anzahl. Ist natürlich auch Unicable möglich bei diesem Gerät. Und hier der Antennenanschluss für DVB-C oder auch für DVB-T. Hier die seitlichen Anschlüsse, zum einen HDMI 4, hatte ich schon genannt. Die weiteren USB-Anschlüsse 2.0. Dann hat man hier die Möglichkeit, zwei CE-Plus-Karten reinzustecken, also zwei Schächte dafür. Und hier der analoge Kopfhöreranschluss. Und die Besonderheit an diesem Anschluss, hier habt ihr auch die Möglichkeit, einen aktiven Sub anzuschließen, um einfach den Sound nochmal zu verbessern. Und hier das Netzkabel hat ungefähr eine Länge von 3 Meter. Und ich werde sagen, wenn die Batterien der Fernbedienung einmal alle sind, kein Problem, ihr habt die Möglichkeit, die Grundfunktion des Fernsehers hier zu bedienen. Auf der von vorne aus gesehenen rechten Seite sind hier Bedienelemente, Eingang, Kanalhochschaltung, Runterschaltung, Lautstärke hoch, runter und ein und aus. Ja, generell wieder sehr schön verarbeitet von Panasonic, sehr, sehr edel. Auch halt eben das Panel, die Ecken abgerundet. Schön flach und straight, das lässt sich wirklich sehr schön blicken und auch durchdacht, wie gesagt, mit den Anschlüssen, was ich erwähnt hatte, dann die Wandabstandsbolzen, herrlich für die Wandmontage, definitiv gelungen. Und hier die Besonderheit des Exklusivgerätes HZX1509, das Lautsprechersystem. Hier hinten, da seht ihr jetzt den nach oben abstrahlenden Dolby Atmos Lautsprecher, sehr, sehr schön auch verarbeitet.
und klanglich wirklich phänomenal, das davon können wir uns schon überzeugen. Der nach vorne abstrahlende Lautsprecher, das gesamte Musikpaket hat 80 Watt Gesamtleistung und könnt ihr abrunden, wie auch bereits erwähnt, bei den Anschlüssen mit einem optionalen Sub. Den bekommt ihr logischerweise auch bei uns im Online-Shop zu kaufen. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung unterhalb in unserem Video. Um das Panel zu schützen, ist eine Displayfolie angebracht, die logischerweise dann auch entfernen. Geht auch kinderleicht. Nicht wundern, es kann mal sein, dass von der Produktion her sich Luftblasen unter der Folie gebildet haben. Das hat aber nichts zu bedeuten. Und noch eine Besonderheit, wie erwähnt, ist der Fernseher auf dem Fuß schwenkbar bis zu 20 Grad nach links und auch nach rechts. Ja, das war erstmal unser Unboxing-Video und ich bin schon ein bisschen gierig, sei ganz ehrlich, auf das Produktvideo. Deswegen will ich damit gleich weitermachen. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich logischerweise freuen über ein Like oder abonniert unseren Channel. Einfach die Glocke betätigen und schon bekommt ihr immer Infos über unsere neuesten Videos. Ich würde sagen, bis dahin, bleibt dran, Produktvideo folgt. Euer Stefan Peter von der Firma Thomas Elektronik aus Hamburg. Bye, bye.